willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin gerade unglaublich im Run, was Videodrehen angeht. Deswegen ist das jetzt das dritte für heute. Und ich zeige euch jetzt auch noch, was so an Büchern eingezogen ist in den letzten 3 Monaten ungefähr. Also es ist nicht alles eine Bestellung. Es sind Monate vergangen. Und es sind noch nicht exakt alle, die ich in den letzten Monaten gekauft habe. Aber Bücher, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, verschwinden manchmal in den Unweiten der Wohnung. Und wenn ich sie in Narnia wiedergefunden habe, kann ich sie euch zeigen. Ansonsten müssen wir uns jetzt mit diesen hier zufrieden geben. Es sind auch ein paar Kinderbücher bei, da habe ich irgendwie gerade so eine Phase. Deswegen habe ich mir von Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf besorgt und auch Michel in der Suppenschüssel. Finde ich einfach total süß, habe ich damals gerne gelesen, möchte ich meinen Nichten gerne weiterbringen, näher bringen, weitergeben, so rum. Dann habe ich mir ein Buch geholt, da habe ich, kam ich wieder drauf durch den Kanal von Lesebändchen. Oder den Kanal Lesebändchen, sie heißt natürlich nicht so. Und ich sah den Film, als ich 14 war. Und ich weiß noch, der hat mich total umgehauen. Der hat mich wirklich ganz tief getroffen und ich habe viele Tage gebraucht, um diesen Film zu verarbeiten. Und zwar geht es um den Pianisten von Wladyslaw Spielmann. Und ich war ganz schön erstaunt, wie schmal das Buch ist, weil der Film geht unglaublich lang. Ich glaube, der hat fast 3 Stunden oder so. Und das Buch ist halt wirklich sehr schmal. Und ich bin gespannt, ob das die gleiche Wirkung auf mich hat. Ich merke, dass ich ein bisschen Angst davor habe. Auch, dass es mich irgendwie runterzieht. Ich muss mal gucken, wann der richtige Moment ist, es zu lesen. Aber jetzt habe ich es erstmal da. Weiter geht es mit VC, ist es ja eigentlich im Englischen. Das klingt immer nur so komisch. Andrews, Das Haus im Nebel. Das ist Teil, weiß ich gar nicht, 3, 4 oder 5 aus einer Saga, die ich noch nicht vollständig von ihr habe. Wildflower. Das gehört zu Wildflower-Saga. Es gibt ganz viele Sagas, Sagen, die sie geschrieben hat, Familiensagen. Castile-Saga, Cutler-Saga, Landry-Saga, Logan-Saga und so weiter. Und ich habe eigentlich alle da. Das hat einen nostalgischen Grund. Ich habe die unwahrscheinlich gern gelesen, als ich so 16 war oder so, bis Mitte 20. Dauert ja auch, bis man so eine Menge weg hat. Also die füllen hier über 2 Regalböden. Also sind wirklich relativ viele und da fehlen mir so vereinzelte Bände, weil man die neu kaum noch kriegt. Also ich gucke immer, wann sie gebraucht da sind und ergänze dann. Ach so, und da geht es überwiegend um Kinder, die ganz schlimme Dinge erleben in ihren Herkunftsfamilien oder deren Familien unter ganz schwierigen Bedingungen irgendwie diese Kinder erziehen müssen. Also sowas. Dann habe ich gesehen bei Frag mich nicht, weiß ich nicht mehr, bei jemandem auf BookTube, Der schmale Pfad durchs Hinterland von Richard Flanagan. Und habe das in einer ganz tollen Hardcover-Ausgabe bei Rebuy bekommen und bin total begeistert aufgrund der tollen Qualität. Und ich meine, das ist eine Geschichte über ein Gefangenenlager, genau, ein japanisches Gefangenenlager. Und da geht es, glaube ich, um die Verarbeitung des dort Erlebten oder so. Ich bin mir nicht sicher. Es ist schon eine Weile her, dass ich es mir auf die Liste gesetzt habe. Na, passt ja thematisch nicht. Nochmal 2-mal Astrid Lindgren. Einmal Wir Kinder aus Bullabü. Das mochte ich als Kind sehr, sehr gerne. Und Madita. Das haben wir im Lindgren-Seminar mal behandelt und ich fand das ganz spannend. Das kenne ich noch nicht. Weiter geht's. Weihnachten 1945, ein Buch der Erinnerungen, herausgegeben von Klaus-Hinrich Kastorf. Das habe ich mir geholt, weil ich von Hans Fallada Weihnachtsmann, was nun, glaube ich, heißt, es gelesen habe und ich fand diese Stimmung des Weihnachten Anfang 1900, glaube ich, war das, unglaublich schön und habe gedacht, ich möchte noch mehr aus dieser Zeit, aus dieser Weihnachtsstimmung haben für Weihnachten. Also das Buch wird erst Ende des Jahres gelesen werden und habe dann dieses hier gefunden. Dann von Romain Gary, Frühes Versprechen. Ich habe keinen Schimmer mehr, warum ich mir dieses Buch auf die Wunschliste getan habe. Es geht um einen hochbegabten Jungen und dessen Lebensweg. Gut. Keine Ahnung. Ist autobiografisch. Okay, eine Mutter-Sohn-Geschichte. Ich werde es irgendwo gesehen haben, ich werde es gut gefunden haben und dann habe ich es günstig bei Rebuy gesehen und es gekauft. Das ist so die Masche, die ich ganz oft fahre. Das Schöne daran ist, dass ich tatsächlich dann keinen Schimmer mehr habe, worum es geht und mich immer wieder neu darauf einlassen und auch überraschen lassen kann. Ist das nicht klasse? Auch das Schöne an Vergesslichkeit, man freut sich einfach mehrmals. Dieses hier habe ich mir sehr, sehr bewusst gekauft. Es ist von Viktor Mann, Wir waren 5 und ich lese derzeit von Viktor Mann den Briefwechsel mit ihm und seinem Verleger.
und bin total begeistert. Die Familie Mann ist so eine Hassliebe mit mir. Ich finde, Thomas Mann zum Beispiel schreibt unwahrscheinlich tolle Bücher. Und irgendwie finde ich ihn aber als Mensch sehr unsympathisch. Ich weiß, es geht vielen anders. Und trotzdem fasziniert mich diese Familie mit ihrem besonderen Talent, aber auch ihren großen Defiziten. Und ich kann es euch nicht erklären, aber das ist so eine ganz ambivalente Beziehung. Auf jeden Fall der jüngste Viktor Mann, der wird jetzt als nächstes belesen. So, und dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Heinrich Böll, es sei denn, ich finde in dem Karton noch mehr. Und zwar habe ich von ihm Ansichten eines Clowns gelesen und war so begeistert, dass ich mir die anderen Bücher auch holen wollte. Und jetzt habe ich von ihm Irisches Tagebuch, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Haus ohne Hüter, könnt ihr das überhaupt sehen, bin mir nicht sicher, Der Zug war pünktlich, Der Engel schwieg. Das sind mal so nichtssagende Titel, ne? Es tut mir auch leid. Ich kann euch aber über die Inhalte nichts sagen und ich lese keine Klappentexte vor. Das finde ich furchtbar. Und sagte kein einziges Wort. Da das Nachkriegsliteratur ist, zumindest ist er ein Nachkriegsautor, würde ich vermuten, dass das alles eher schwere, bedrückende Themen sind, die er auf seine ganz eigene Art aufbereitet. Ich weiß es aber nicht, das war jetzt geraten. So, dann Thomas Mann, haben wir ja gerade drüber gesprochen, über mich selbst, autobiografische Schriften. Vielleicht wird er mir ja dann sympathischer. Es hat sich nochmal ein Böll eingeschlichen. Gruppenbild mit Dame, natürlich. Michael Ende, das Gauklermärchen. Ein Spiel in 7 Bildern sowie einem Vor- und Nachspiel. Das habe ich bei Lesebändchen gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Oder ich habe ein anderes von ihm gesehen und bin dann auf dieses hier gestoßen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber ich bin auf jeden Fall auf die Suche gekommen durch Lesebändchen. Und finde dieses Buch interessant aufgemacht, muss ich mal dazu sagen. Also wir haben hier quasi eine Dialogform, die sich hier so schlecht zeigen lässt, in besonderer Aufmachung. Dann habe ich mir zweimal was von Volker Gerhardt geholt. Und Volker Gerhardt ist ein Autor, der mich immer wieder beeindruckt. Er hat unglaubliches Fachwissen, eine ganz tolle Art zu erzählen. Also es gibt auch Dokumentationen von ihm auf YouTube, wo er vornehmlich zum Beispiel über Nietzsche spricht. Also er ist, war da in der Forschung oder ist da in der Forschung tätig. Und er hat auch Bücher rausgebracht über Humanismus und über Individualität. Und die sind wirklich extrem gut. Ich habe sie auch benutzt für meine Bachelorarbeit, deswegen ist dieses hier zum Beispiel bei mir eingezogen, Individualität. Das habe ich fast komplett durchgelesen und deshalb wurde ich nur ein bisschen was recherchieren wollte für die Arbeit, aber es hat mich so gepackt, er hat es so toll geschrieben. Es ist sehr, sehr eng beschrieben und die Kapitel sind eigentlich nur durch dicker gedruckte Zahlen gekennzeichnet. Ansonsten haben wir hier fast einen Fließtext. Aber es ist wirklich richtig, richtig gut inhaltlich. Ne? Was ist ein Individuum? Was macht uns überhaupt aus? Wie nimmt man das wahr? Wie grenzt man das ab? Und so weiter. Und das andere Buch von ihm ist ein Buch über Friedrich Nietzsche. Da entsteht wahrscheinlich gerade sowas wie eine Sammlung. Ich weiß es nicht. So, wir sind bei den letzten zwei Büchern angelangt. Und zwar haben wir einmal nochmal von Thomas Mann, Der Erwählte. Und ich wollte anfangen von Barnes & Noble gerne Bücher zu haben. Ich finde die wunderschön. Ich habe sehr mit mir gerungen, weil die ja oft in Leder gebunden sind und ich das eigentlich nicht unterstützen möchte. Meine Bücherliebe ist größer als mein ethisches Empfinden gegenüber Tierhaut, fürchte ich. Ich weiß es nicht. Man hat ja immer so ein bisschen blinde Flecken auch im eigenen moralischen Empfinden und im ethischen Konzept. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das so der Gedankengang. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und dann habe ich bei Rebuy geguckt, was es überhaupt gibt und habe eine Ausgabe gefunden von Sturmhöhe. Ich liebe dieses Buch von Emily Brontë. Nicht in Leder gebunden. Deswegen konnte ich das sehr, sehr gut mit mir vereinbaren. Aber mit einer besonderen Buchschnitttechnik, von der ich vergessen habe, wie sie heißt. Und ich habe mir das Buch im Original gekauft, weil ich mir meine Lieblingsklassiker gerne im Original oder halt in der Sprache, die ich kann, also Englisch wäre es dann, beziehungsweise würde ich ja gerne nochmal Französisch lernen, zulegen möchte, um einfach ja im Sprachgebrauch sicherer zu werden. Und ich habe diese wunderschöne Ausgabe bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Buchschnitt leben kann. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche das mal ohne Schutzumschlag. Darunter sieht das Buch übrigens ja durch meine Softbox blendend weiß aus. So, da seht ihr es.
Und wir haben, jetzt kann man das sehen, seht ihr diese Fransen? Wir haben hier nämlich so zackig geschnittene Seiten. Ich habe echt vergessen, wie es heißt. Ich finde das nicht schön. Ich finde das auch nicht schlimm, aber ich finde es auf jeden Fall nicht schön. Und ich habe diese Vorstellung, dass das langfristig dafür sorgen könnte, dass diese Seiten kaputt gehen. Ich weiß nicht warum, aber sie fühlen sich schon so angerissen an und ich habe das Gefühl, dass sie dann eventuell kaputt gehen. Das weiß ich aber nicht. Wir werden es jetzt feststellen. Es hat übrigens ein wunderschönes Vorsatzpapier. So. Das war mein Neuzugänge-Video. Da fehlen mit Sicherheit noch ein paar Bücher. Leute, seht es mir nach. Ich zeige nicht immer alle Bücher, die ich mir neu kaufe, in irgendwelchen Videos. Manchmal erscheinen sie dann einfach hinter mir im Regal und dann müsst ihr da mein Leben oder nachfragen. Ich drehe ja manchmal auch auf Nachfrage extra Ausschnitte aus meinem Regal. Habe ich ja neulich erst gemacht mit der Psychologie-Sparte, die ich hier habe. Ich komme einfach nicht immer dazu. Und ich bin schon froh, wenn ich es schaffe, die Bücher, die ich mir neu kaufe, in meine Excel-Tabelle einzupflegen, was ich ja auch immer sträflich vernachlässige, was ich dann Ende des Jahres bei der Statistik im Bookjournal böse, böse recht. Das sind einfach so die Schwächen, die man hat. Damit muss man leben. Gegen manche Sachen lohnt es sich nicht anzukämpfen. Genau, ich hoffe, das war sinnbringend. Und ihr habt da vielleicht was gesehen, was euch interessiert. Vielleicht habt ihr jetzt Buchempfehlungen bekommen oder habt da schon was gelesen und möchtet mir eure Meinung da lassen. Gerne, gerne, gerne. Nutzt die Kommentarfunktion, tobt euch aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.